Ein deutsches Märchen. Die Tanne. Tief im Wald stand eine kleine Tanne. Sie stand an einem schönen, freien Ort. Die Sonne schien hell und der Wind wehte sanft. Ihre Zweige waren zerzaust. Die Bäume, die sie umgaben, waren groß und mächtig. Die Tanne hasste es, dass man auf sie herabblickte, im wahrsten Sinne des Wortes. Oh, guten Morgen, Kleiner. Schau, was für ein schöner Tag auf uns zukommt. Da kommen schon die Vögel. Einverstanden, Bob. Es ist ein klarer Himmel. Ich kann bereits einige Menschen sehen, die auf uns zukommen. Es ist ein Picknicktag für sie. Oh, was ist so schön an diesem Morgen? Die Vögel umkreisen mich nicht. Ich bin so klein. Ich kann nicht einmal sehen, wer zu uns kommt. Ich wünschte, ich wäre größer. Ich könnte die Häuser und die Welt draußen sehen. Hey, du wirst noch wachsen. Das tun wir alle. Die Zeit hört für niemanden auf. Das Wachsen wird nicht aufhören. Du kannst es nicht ändern. Also genieße den Tag, wie er ist. Du wirst nie wieder so klein sein. Das Einzige, was sich für meine Ohren gut anhörte, war, dass ich nie wieder so klein bleiben werde. Du weißt nicht, wie es sich anfühlt. Oh, weil du denkst, dass wir nie klein waren. Als wir klein waren, konnte uns die Sonne kaum erreichen. Erinnerst du dich, Bob, wie dicht der Wald war? Genau, ich konnte meine Zweige kaum dehnen. Ah, die guten alten Zeiten. Welch ein schöner Tag heute ist. Sieh dir den süßen kleinen Baum an. Was ist das für ein Zeichen? Vielleicht will jemand, dass sich dieser Baum daran erinnert. Oh, das wundert mich nicht. Es ist so klein und niedlich. Es ist das Baby des Waldes. Siehst du, wie sie sich über mich lustig gemacht haben, indem sie mich ein Baby nannten? Das war harmlos. Sie lieben dich. Ah, ouch! Dummer Hase. Siehst du, war das auch harmlos? Er bemerkte nicht einmal, dass ich hier bin. Nun, wenn er dich nicht bemerkt hatte, warum hofft er dann, dass er an dir vorbeikommt? Du machst dich nicht über mich lustig, weil ich klein bin. Ja, genau deshalb. Es hat nichts zu tun damit, wie süß du aussiehst. Ah, ich hasse es. Ich hasse es, ich hasse es, ich hasse es, ich hasse es. Sag es noch einmal. Ich glaube nicht, dass ich dich deutlich gehört habe. Oh, das reicht, Marley. Hör auf, ihn zu ärgern. Hör zu, sei glücklich mit dem, was du hast. Die Abholzung hat uns viel genommen. Die was? Die was? 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 Entwaldung? Sie haben uns entwurzelt. Das bedeutet, dass die Menschen Bäume mit ihren Wurzeln herausnehmen, um das Land zu räumen. Dieses Land wird dann zu Farmen und anderen Dingen umgestaltet. Klingt gruselig. Das ist es. Also muss ich vorher größer werden, richtig? Oh, das hat er von der Geschichte mitgenommen? Du musst lernen, mit dem, was du hast, glücklich umzugehen, Junge. Aber der Babybaum wollte wachsen, wachsen und wachsen. Durch den Frühling, Sommer und Schnee. Die kommenden Jahre waren großzügig zu ihm. Denn er wuchs Ast für Ast. Aber dennoch war er traurig. Er fühlte sich nicht frei. Denn er wollte noch größer und schneller wachsen. Ja, so ist es richtig, Kaninchen. Los, geh weg. Ich werde größer werden. Glaub mir,
Du wirst das alles eines Tages vermissen. In diesem Moment kamen Menschen, um das zu tun, was sie am besten können. Ihre Äxte schlagen, Schlag für Schlag. Und alle Bäume wurden gefällt. Danach waren nur noch Stümpfe zu sehen. Oh, wo bringen sie euch hin? Unsere Zeit ist gekommen. Denk dran, bleib glücklich mit dem, was du hast. Aber, was werden sie mit euch machen? Hallo? Er fühlte sich ganz schlecht. Nun fing er an, sich Sorgen zu machen. Sein Schmerz über den Verlust seiner Freunde war zu viel, um ihn ertragen zu können. Jetzt war er ganz allein, keine Bäume mehr da, mit denen er plaudern konnte. Die Sonne kam wie immer, der Wind wehte wie immer und doch war der Baum traurig. Ich wünschte, ich könnte mit ihnen gehen. Warum haben mich die Menschen nicht mitgenommen? Ich bin jetzt erwachsen. Was soll ich denn alleine hier machen? Monate vergingen ohne ein Zeichen seiner Freunde. Der Baum wurde einsamer und unglücklicher mit jedem Tag. Aber dann kam eines Tages ein Storch vorbei. Die Vögel haben mir gesagt, dass du nach deinen Freunden suchst. Ich habe sie vielleicht gesehen. Sie werden jetzt zu Masten auf großen Schiffen verarbeitet, die auf dem Meer fahren. Die Schiffe reisen um die ganze Welt. Was? Sie dürfen reisen. Und hier habe ich mir Sorgen um sie gemacht. Warum haben mich die Menschen nicht mitgenommen? Ich will auch die Welt bereisen. Sie haben mir gesagt, dass Sie Ihr Zuhause vermissen. Unsinn. Warum sollte jemand diesen langweiligen Ort vermissen? Sie sind am Meer. Was ist das Meer? Das kann ich dir jetzt nicht richtig erklären. Ich muss los. Leb wohl. Nein, warte. Was ist mit den anderen Bäumen passiert? Ich weiß. Ich habe sie in diesen riesigen Häusern gesehen. Sie sahen großartig aus. Sie waren alle dekoriert und verzaubert. Verzaubert? Dann sag mir, was als nächstes passiert. Wir wissen es nicht. Ehrlich gesagt haben wir sie danach nie wieder gesehen. Oh, ich bin sicher, sie sind an einem schönen Ort und sehen glänzend aus und so. Nicht wissend, was kommen würde, aber sehnsüchtig, wartete der Baum und wartete und wartete. Ein weiteres Jahr verging und schließlich kam der Tag, an dem der Baum sein Zuhause verließ. Ah, Menschen, sie werden mich definitiv mitnehmen. Ah, das tut mehr weh, als ich dachte. Aber jetzt wird alles gut werden. Ich werde eine große und strahlende Zukunft haben. Der Baum wurde in ein großes Haus gebracht. Dort legten sie ihn in eine Wanne und legten Sand um ihn herum. Schon bald begannen sie ihn mit Weihnachtsschmuck zu dekorieren. Der Baum strahlte wie ein Juwel. Und als ob das nicht genug wäre, haben sie noch einen Stern auf seine Spitze gesteckt. Es war perfekt. Schnell, legen wir die Geschenke darunter. Oh, nein. Das bin ja ich. Ich bin wunderschön. Ich frage mich, was als nächstes passiert. Wow, dieser Baum ist so schön. So etwas habe ich noch nie gesehen. Ja, dafür musste ich lange suchen. Hast du das gehört? Sie haben nach mir gesucht. Ich bin etwas Besonderes. Die Kinder tanzten um den Baum. Sie sprangen vor Freude. Dann setzten sie sich darunter und baten ihren Vater, ihnen eine Geschichte zu erzählen. In Ordnung. Gestern war es Ividi Avedi. Aber heute ist es Humpty Dumpty. Es war einmal ein Ei, so groß wie er. Dies ist eine Geschichte, die nicht nur einigen wenigen bekannt ist. Ah, wieder morgen. Ich frage mich, was heute noch passieren wird. Noch schöner, mehr Geschichten, mehr Tanzen. Aber niemand kam. Die Türen blieben verschlossen. Einige Zeit verging, die Sonne schien nun wieder hell, doch niemand kam. Nein, haben Sie mich etwa vergessen? Ich bin der schönste Baum. Ich bin etwas Besonderes. Ah,
Hier kommen sie. Ich wusste es. Was wird jetzt passieren? Nein. Warum schleppt ihr mich raus? Au, au! Wo bringen sie mich denn hin? Au, au! Was? Das ist alles? Was habe ich getan, dass sie mich hierher gebracht haben? Warte, das kann nicht sein. Es schneit immer noch. Der Boden ist hart. Vielleicht pflanzen sie mich wieder ein, wenn der Schnee schmilzt. Sie sind so aufmerksam. Der Winter verging. Der Schnee schmolz. Aber der Baum war noch da, in einer Ecke auf dem Dachboden. Oh, Bob hatte recht. Ich vermisse den Wald. Ich vermisse die Sonne und den Wind. Wenn sie mich nur wieder rausholen würden. Ich vermisse frische Luft. Hallo, alter Baum. Wieso denkst du, dass ich alt bin? Es gibt ältere Bäume, wo ich hergekommen bin. Wirklich? Wo kommst du denn her? Ah, der Wald. Der schöne, wunderschöne Wald. Wald? Wir waren noch nie dort. Erzähl uns das alles. Der Baum freute sich, es ihnen zu sagen. Als er die Geschichte erzählte, kamen noch mehr Mäuse und hörten zu. Er sprach über die Sonne und den Wind. Er sprach über Bob und wie sehr er Marley und sein herzliches Lachen vermisst. Er sprach über Susan und ihre weise Natur und über das Kaninchen, das immer über ihn hinwegsprang. Es ist seltsam, aber ich bin nicht mehr sauer auf den Hasen. Ich würde es lieben, wenn er immer wieder über mich springen würde. Oh, wow! Du musst dort so glücklich gewesen sein. Das war ich. Ich habe es nur nie bemerkt. Ich war damit beschäftigt, mich über all die Dinge zu beschweren, die ich nicht hatte. Meine Freunde hatten recht. Ich hätte es endlos genießen sollen. Ist das die einzige Geschichte, die du hast? Ich habe auch die Geschichte von Humpty Dumpty gehört, als ich strahlend und jung war. Und so erzählte er ihnen, wie er in dieses Haus kam und geschmückt wurde. Dann erzählte er die Geschichte von Humpty Dumpty, genau wie er sie gehört hatte. Ein Ei hat die Prinzessin geheiratet? Wirklich? Glaubst du wirklich, dass wir das glauben sollen? Kennst du die Geschichte, die vom Speck und Kerzen erzählt? Nein, ich habe sie nie gehört. Ah, ich gehe jetzt. Und so verschwanden die Mäuse. Ach, nun gut. Es war gut, ein wenig zu plaudern. Oh, ich werde wieder eingepflanzt? Bitte bringen Sie mich ins Freie, genau wie in meinem Wald. Aber eine schreckliche Zukunft erwartete die Tanne. Au, ah, ah, nicht schon wieder. Au, 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 warum haben Sie immer diese Stufen? Au, au, au. Ah, frische Luft, Sonne, Wind. Oh, so ist es schön. Ich war noch nie in meinem ganzen Leben so glücklich. Es ist wirklich so einfach, mit den Vorhandenen zufrieden zu sein. Bring das letzte Stück Holz mit. Lass es uns verbrennen. Der Baum fand sich mit der Situation ab und war bereit, ins Feuer zu gehen. Doch plötzlich... Stopp! Wartet! Das ist mein Baum! Was meinst du mit deinem Baum, Opa? Siehst du dieses Zeichen? Ich habe diesen Baum im Wald gepflanzt, als ich noch so klein war wie du jetzt. Die Bäume wurden immer weniger. Ich hatte Angst, weißt du, dass wir keine frische Luft mehr haben werden. Wenn es keine Bäume gibt, wenn wir Wälder fällen, wird es keinen Regen mehr geben. Kein Regen? Was machen wir dann? Wir tun genau das, was ich damals getan habe. Lasst uns in den Wald gehen und mehr Bäume pflanzen. Wir müssen schätzen und respektieren, was wir haben, Kinder. Sonst kommt der Tag, an dem es keinen Wald, keine frische Luft und keinen Regen mehr gibt. Das ist eine gute Idee. Was soll ich mit diesem Baum machen? Ich weiß, was ich damit machen werde. Ich weiß genau, was er will. Und er wusste es. Die Tanne wurde für den Bau einer Holztür im Haus des Mannes verwendet. Sie liebte es, die Menschen willkommen zu heißen. Sie begrüßte sie jedes Mal, wenn sie nach Hause kamen. Sie begrüßte jeden Morgen die Sonne
und freute sich über den Wind. Sie sprach mit den Vögeln, die auf der Veranda saßen. Und sie sang mit ihnen, wenn sie losflogen. Die Tanne war glücklich über das, was sie hatte. Und sie freute sich über die spektakuläre Aussicht. Denn der alte Mann und die Kinder hatten sich sehr engagiert, indem sie neue Bäume pflanzten. Der Wald war jetzt grüner denn je. Die Tanne hatte ihre Lektion gelernt. Und die Menschen auch.